Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video für das Projekt Starke Stimmen von Frauen für Frauen, wo es darum geht, Frauenwissen und Mütterwissen, Geburtswissen zu teilen, ja, damit so viele Frauen, Mamas wie möglich davon profitieren können. Und ich stelle euch heute die Alex vor. Alex ist 28 und hat ein Kind bekommen, einen Sohn, und zwar in einer ungeplanten Hausgeburt. Und ich freue mich sehr, dass ihr ihre Geschichte jetzt gleich hören könnt. Sie erzählt das unglaublich spannend und kurzweilig. Ja, und gerade auch der Moment, als die Hebamme ihren Muttermund tastet, den möchte ich euch jetzt nicht vorwegnehmen. Sie berichtet auch davon, dass es Nierenauffälligkeiten bei ihrem Kind gab, weswegen die Schwangerschaft dann doch auch ein Stück weit belastet war. Sie erzählt von vielen Ultraschalluntersuchungen, aber auch von ihrer Hebamme, die ihr von Anfang an die Wahl des Geburtsorts offen gelassen hat. Ja, und außerdem vom Öffnen der Fruchtblase zu einem späten Zeitpunkt, als der Muttermund bereits ganz geöffnet war und dass der Druck dann einfach nochmal deutlich stärker wurde, dadurch, dass diese Vorblase vor dem Köpfchen weg war. Sie erzählt von den Kaffeekompressen, die ihre Hebamme vor den Damm gelegt hat, damit er besser durchblutet wird und dadurch die Gefahr geringer ist, dass der Damm reißt. Sie erzählt davon, dass sie in der Wanne war, aber es nichts für sie war. Und das ist auch so spannend. Es gibt einfach Landkinder und Wasserkinder. Ich war bei meinen ersten beiden Kindern auch in der Wanne und es war überhaupt nichts. Und bei Katharina war es die reine Wassergeburt an Land, ging überhaupt nicht. Also es ist wirklich spannend, wie da auch die Charaktere der Kinder eine Rolle spielen und auch die individuelle Situation der Geburt. Jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dem Video und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, kommentiert. Die Alex liest natürlich die Kommentare und beantwortet sie auch. Ja, und wenn ihr mögt, dann teilt das Video gerne weiter. Hallo, ich heiße Alex, ich bin 28 Jahre alt und im August 2015 habe ich mein erstes Kind zur Welt gebracht und das war eine ungeplante Hausgeburt, von der ich euch jetzt erzählen möchte. Bei der Schwangerschaft angefangen kann ich schon mal sagen, dass die im Vergleich zu der ungeplanten Hausgeburt doch geplant war, weil wir uns gefreut haben und die erste Zeit in der Schwangerschaft auch wirklich glücklich und ganz normal verlief. Mit der Feindiagnostik, die wir dann im städtischen Krankenhaus hatten, kam Unruhe sozusagen in die Schwangerschaft, weil dort herausgefunden wurde, dass unser Kind was mit der Niere hat und er hatte vergrößerte Nierenbecken. Die haben dann da erstmal gesagt, dass das nicht so bedenklich ist, dass wir in der 31. Schwangerschaftswoche wiederkommen sollen und dass bei vielen Kindern sich das bis dahin auch wieder normalisiert. In der Zeit dazwischen war ich in der 25. Schwangerschaftswoche eine Woche im Krankenhaus wegen vorzeitigen Wehen und auch einer Blasenentzündung. Und dieser Aufenthalt, der hat dann doch im Nachhinein die restliche Schwangerschaft und auch die Geburt sehr geprägt, weil meine innere Abwehr gegen dieses Krankenhaus dann doch wuchs. Das lag daran, dass ich in der Woche ja sehr belastet war, mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe dort und auch so gemerkt habe, dass wenn ich meine Bedürfnisse ausdrücke, dass da nicht so groß drauf eingegangen wird und eigentlich das letzte Argument eher immer so, ja, das physische Wohlbefinden meines Kindes ist und halt nicht mein psychisches Wohlbefinden. Da haben mein Mann und ich auch wirklich viele Diskussionen gehabt und Tränen vergossen, weil wir dort beide auch nicht so eins waren, um das sozusagen abzuwiegen. Was zählt jetzt eigentlich mehr, dass ich unbedingt nach Hause möchte und weiß, dort mache ich auch Bettruhe und nehme meine Harnwegstablette und schone mich, oder ist es doch sehr wichtig, im Krankenhaus zu sein, damit es dem Kind gut geht und es sehr kontrolliert wird. Genau, in der 31. Schwangerschaftswoche waren wir dann wieder bei der Feindiagnostik und da kam raus, dass leider das mit den Nieren sich nicht gelegt hat und wir jetzt wussten, dass das weiter kontrolliert werden soll, weil es verschiedene Möglichkeiten sozusagen in der Entwicklung dieser Auffälligkeiten geben konnte. So dass wir in der Schwangerschaft recht häufig dann beim Ultraschall waren. Ich glaube, zum Ende der Schwangerschaft war ich fast jeden dritten Tag oder so in der Klinik und war da sozusagen wie so eine Risikoschwangere. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich war da halt nochmal neben meinem Frauenarzt dort in einer Ambulanz, wo das kontrolliert wurde.
Meine Hebamme habe ich in der Schwangerschaft recht früh gesucht und gefunden. Das war aufgrund der persönlichen Empfehlung. Ich habe sie dann im Geburtshaus kennengelernt. Sie hatte mich gefragt, wo ich denn gerne entbinden würde. Und ich bin vorher einfach von der klinischen Geburt ausgegangen. Das war so das Gängige, was ich kannte. Habe aber das Geburtshaus mir angeguckt und das war für mich auch denkbar. Ich hatte aber damit sozusagen eine Hebamme an meiner Seite, die alle Möglichkeiten offen stellte, dass ich sowohl eine Hausgeburt haben könnte, im Geburtshaus entbinden könnte oder in der Klinik entbinden könnte. Chronologisch wieder an das Ende der Schwangerschaft gesprungen, war es halt so, dass ich mit diesen Auffälligkeiten in der Niere dann halt auch alle Professionen, also Ärzte und die mich begleitet haben, gefragt habe, ob denn das mit diesen Auffälligkeiten ja jetzt wirklich zwingend notwendig ist, in der Klinik zu entbinden oder da ich ja die außerklinische Hebamme habe, mir da doch die Türen offen stehen, beispielsweise im Geburtshaus zu entbinden. Und da war das Resümee wirklich von allen Seiten, dass der sicherste Weg aus ihrer Sicht ist, im Krankenhaus zu entbinden. Einfach, dass in der Nachsorge, also wenn das Kind geboren ist, dass man dann das Kind selber Ultraschall kann, dass man da besser das dann bewerten kann. Ich habe mich also darauf eingestellt, in der Klinik zu entbinden und habe dann die letzten Wochen der Schwangerschaft auch viel damit genutzt, mit meinem Mann zusammen zu entscheiden oder zu besprechen, was kann die beste Geburt dort für mich werden, wie kann er meine Bedürfnisse mit umsetzen oder für mich einstehen. Ich wusste ja nun auch nicht, wie das ist unter der Geburt, ob ich da noch Zeit habe zum Denken und zum Sprechen oder so. Deswegen hatten wir da dann auch wirklich viele Gespräche dazu, wie ich mir das wünschen würde oder was ich denke, was ich brauche oder sowas. Unser Kind kam am Samstag zur Welt und am Mittwoch davor war ich noch bei der Frauenärztin und sie hatte mich untersucht und mir gesagt, dass mein Muttermund schon 1-2 Zentimeter offen ist. Ich weiß, dass ich das wirklich freudig aufgenommen habe, aber ich weiß auch, dass ich es noch nicht wirklich verstanden habe, dass die Geburt wirklich schon losgeht. Und meine Hebamme war zu dem Zeitpunkt noch im Urlaub. Die kam wirklich an dem Samstag erst aus dem Urlaub. Wir sind dann aufgestanden und ich war schon ein bisschen unruhiger. Ich wollte irgendwie in den Tag starten, ich wollte duschen. Ich hatte irgendwie so eine Energie, irgendwas zu machen und trotzdem wusste ich nicht genau was. Und ich habe hier und da was gespürt, was für den Schwangerschaftsverlauf recht neu war. Ich hatte vorher nichts gespürt. Wenn die Ärzte manchmal so fragen, und hatten Sie schon Wehen? Ich habe nie was gespürt, ich wusste nicht, was Wehen sind. Sodass, als es dann so hier und da zog und zwickte, wir gedacht haben, dass ich jetzt Senkwehen hatte. Mein Mann ist dann auch losgefahren zu den Schwiegereltern, hat das Auto geholt. Und in der Zwischenzeit habe ich schon gemerkt, dass mehr los ist und hatte unsere Hebamme getextet, ob sie heute an ihrem ersten Arbeitstag wieder, ob sie heute bei uns vorbeikommen könnte, beispielsweise zum CTG schreiben, weil ich ja gedacht habe, ja, vielleicht habe ich ja ein bisschen weh. Die Wartezeit, bis die Hebamme kam, habe ich schon gemerkt, dass dort regelmäßig so ein Druckgefühl war, was ich mit den gelernten Techniken so auch dämpfen konnte. Also ich habe sozusagen dieses Druckgefühl, was dann öfter kam, veratmet und habe halt wirklich gemerkt, dass das einen Effekt hat, einen abschwächenden Effekt hat. Die Hebamme kam dann um 13.15 Uhr. Mein Mann und meine Hebamme haben dann sich erstmal einen Kaffee gemacht, wir haben ein bisschen geplaudert, sie war ja schließlich im Urlaub. Und als wir dann überlegt haben, ja, was machen wir denn jetzt, schreiben wir jetzt ein CTG, so wie ich mir das gedacht hatte, meinte meine Hebamme, wir können ja auch erstmal den Muttermund tasten, dann wissen wir vielleicht mehr, in welcher Phase der Geburt wir uns befinden. Das ist mit der witzigste oder skurrilste Moment, wenn ich an diese Schwangerschaft denke, weil ich da lag, sie tastete und riss selber die Augen auf, guckte mich an und meinte, sag mal Alex, willst du mich veräppeln, aber du hast ja echt 9 oder 10 Zentimeter, du musst ja wirklich nur noch drücken, sodass ich selber noch genau weiß, was das für ein ja, ohnmächtiges oder auch perplexes Gefühl war, da zu liegen und mit einmal zu hören, dass man diese gesamten Eröffnungswehen, mit denen man sich vorher so beschäftigt, also mit allen Wehen beschäftigt man sich, aber dass sozusagen die gesamten Eröffnungswehen gerade bewertet wurden von, kann jetzt eigentlich zur Austreibungsphase übergehen. Wir haben alle drei dann nun mit ganz aufgeregten Gefühlen darüber gesprochen oder uns abgestimmt,
wie ich denn jetzt in die Klinik komme oder ob ich überhaupt noch in die Klinik komme. Und da war das Urteil der Hebamme, dass das jetzt nicht mehr so wirklich verantwortungsvoll wäre, wenn mein Mann und ich, wir wohnen auch in einem Stadtteil, wo sehr viel Kopfsteinpflaster ist, wenn wir uns da jetzt noch unter der Phase der Geburt ins Krankenhaus aufmachen, sodass die wirkliche Option war, rufen wir jetzt einen Notarzt, der dann uns noch verlegt, oder ja, kriegen wir das Kind zu Hause. Und wir haben uns dann für Zweiteres entschieden, dass wir gesagt haben, wir kriegen das Kind jetzt hier zu Hause, was genauso perplex war wie die 9-10 cm vorher. Wir kriegen das Kind jetzt hier zu Hause und danach rufen wir dann den Krankenwagen, der dann mich und das Kind verlegen wird. Also ging es darum, okay, Austreibungsphase, wie machen wir das? Die Hebamme wusste, sie hat jetzt total viel zu tun, zu erledigen, Schreibkram und all sowas. Und sie meinte dann, ja, Alex, los, muss jetzt irgendwie weitergehen mit den Wehen, weil ich nämlich in der ganzen Diskussionsphase und Aufregung dann nicht mehr dieses Druckgefühl hatte. Und deswegen haben wir entschieden, ich gehe jetzt in die Badewanne. Ich ging damals in die Badewanne und habe dann ja in der Badewanne gelegen. Ich habe von ihr ich habe das Gurkenwasser genannt. Das war irgendwas Homöopathisches, was ich immer zwischen den Wehen trinken sollte, so ein paar Schlucke. Und in dieser Zeit, also das war eine Dreiviertelstunde, in der ich in der Badewanne lag, wurden die Wehen auf jeden Fall deutlich spürbarer und auch meine Veratmungstechniken waren wirklich dann auch nicht nur noch Spaß, haha, ich kann das dämpfen, sondern waren wirklich notwendig. Ich habe dann irgendwann entschieden, dass mir das in der Wanne jetzt nicht mehr gefällt und mir nicht mehr so gut geht. Und deswegen sind wir dann von der Wanne in unser Schlafzimmer. Und da hatte die Hebamme auch schon alles vorbereitet gehabt. Also vor unserem Bett lag auch alles mit Matten und Handtüchern aus. Und wir hatten dann verschiedene Geburtspositionen ausprobiert für die Pressphase. Und sie hatte mir dann um 14:35 Uhr, also ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, wo sie dann da war, hatte sie mir auch mit so einem, ja, wie so einem kleinen Fingerhut die Fruchtblase geöffnet, weil die war bis zu dem Zeitpunkt halt noch völlig intakt. Die hat sie mir auch gemacht, das empfand ich auch überhaupt nicht als unangenehm. Es war warm und feucht und ich habe aber für mich selber körperlich gemerkt, dass das Kind halt jetzt nochmal tiefer und fester sozusagen sitzt. Ich hatte dann eine Geburtsposition gefunden, die ich am angenehmsten empfand. Es war sozusagen halb liegend mit meinem Mann im Rücken, der mich so hielt. Und mit der Phase, wo ich dann mitgewirkt habe, mitgedrückt, mitgepresst habe, kann ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viel erinnern, weil ich da selber so im Tunnel, in der Kraftphase war, der Natur, dieses Kind jetzt zu bekommen, das eigentlich mein Mann und meine Hebamme jetzt hier sitzen müssen und mir erzählen müssen. Was aber zwei wichtige oder Fakten waren, ist einmal, dass meine Hebamme dann Kaffeekompressen aus dem Kaffee, den wir noch gekocht hatten, gemacht haben, was sozusagen total gut war, weil ich zumindest dadurch mit vielleicht nicht gerissen bin. Und die zweite Sache, dass ja, es häufiger Hinweise, an die kann ich mich natürlich erinnern, häufiger zwischen den Wehen Hinweise gab, dass ich mein Becken nicht so hochheben soll. Also immer wenn dann sozusagen das Köpfchen sich weiter durchpresste, empfand ich das halt sozusagen anscheinend für mich erleichtert, irgendwie das Becken immer so halb hochzuziehen. Das sind ehrlich gesagt die einzigen zwei Sachen, die für diese Phase dann irgendwie wichtig waren, weil ansonsten ging das ja recht schnell. Also das eine halbe Stunde später war unser Kind dann nämlich auch da geboren, bei uns im Schlafzimmer. Als unser Kind dann sozusagen auf der Welt war, hat sie ihn mir auf den Bauch gelegt und mein Mann und ich, wir konnten dann in dem Glück des Elternseins baden und ihn kennenlernen und ihn begrüßen. Die Hebamme hat sich um die Nachgeburt und um die um
die Umgebung gekümmert. Also da lagen ja mehrere Handtücher, habe ich euch ja erzählt. Nachdem dann die Nachgeburt gekommen ist, hat sie das auch alles zusammengeräumt. Falls ihr euch das vorstellen könnt, es war im Endeffekt ein kleiner Müllbeutel, der an unserer Schlafzimmertür hing. Und ansonsten hat sie sich natürlich, ähnlich wie ich mir das jetzt in der Klinik vorstelle oder was ich gehört habe, hat sich natürlich genauso um unser Kind gekümmert, hat ihn untersucht, hat sich um mich gekümmert und uns beide in unser Bett gelegt. Mein Mann lag dann auch mit im Bett und ja, da haben wir dann uns kennengelernt, haben uns beschnuppert und gemeinsam die ersten Stunden verbracht. Wobei, was ja noch ganz wichtig ist zu erzählen, dass als dann sozusagen das für das Erste alle versorgt waren, die Hebamme in der Klinik angerufen hat, halt meinen Namen gesagt hat und meinte, dass es jetzt zu einer ungeplanten Hausgeburt kam und mit der Neonatologie, glaube ich, telefoniert hatte, wo dann die Ärztin, die da im Dienst war, danach gefragt hat, ob das Kind denn schon Wasser gelassen hatte. Und ja, das war der Fall, sodass die Ärztin dann entschieden hatte, dass wir einfach uns am nächsten Tag in der Klinik vorstellen und dort dann das Kind ultrageschallt wird und untersucht werden kann. Für uns war das im Rausch der Gefühle, war das für uns im Nachhinein ja und auch noch mit die schönste Entscheidung, dass wir nicht verlegt werden mussten, also ich und mein Kind, und wir wirklich einfach zu Hause bleiben konnten und ja in unseren gewohnten Wänden auch dann am gleichen Abend noch unsere Familie empfangen konnten und unser kleines Wunder vorstellen. Ich könnte noch erzählen, dass die Hebamme dann in der Nacht auch nochmal wieder kam. Sie hatte dann sogar noch eine nächste Geburt und sie kam aber dann irgendwie nachts um 2 nochmal und hat nochmal nach mir und dem Kind geguckt. Und dann ging auch die normale Versorgung einer Hebamme mit ihrer Nachsorge ging dann los. Das war im Endeffekt unsere Geschichte, wie unser erstes Kind zur Welt gekommen ist. Und ich würde gerne jetzt noch erzählen, was ich für Erfahrungen gemacht habe, was ich wieder so machen würde, was ich daraus gelernt habe oder was für Tipps ich hätte. Also zum Ersten würde ich wirklich weiterempfehlen, sich früh eine Hebamme zu suchen bei unserer Situation hier in Deutschland, aber auch eine außerklinische Hebamme in Betracht zu ziehen, weil ich der Meinung bin, dass sie, also eine außerklinische Hebamme, halt die Möglichkeiten offen lässt, frei zu wählen, welcher der Geburtsort sein kann, also ob man zu Hause im Geburtshaus oder in der Klinik entbindet. Wenn man natürlich nur eine Hebamme hat, die nur die Vor- und die Nachsorge übernimmt, aber nicht die Geburt, dann ist man ja schon eingeschränkter. Das Zweite, was bei uns für mich so in Prägung geblieben ist, ist eigentlich, dass sich rückwärts verstanden bei uns abgezeichnet hat, dass es doch sehr wichtig ist, dass die Frau sich wohlfühlt. Weil wenn man von einem Geburtsort redet, habe ich ja eben selber schon gesagt, redet man davon, ob nun zu Hause, im Geburtshaus oder in der Klinik, aber eigentlich ist der Geburtsort der Körper der Frau und dem muss es gut gehen. Also dem Geburtsort und nicht dem draußen sozusagen. Und das haben wir im Nachhinein als wirkliches Wunder, zweites Wunder der Geburt empfunden, dass anscheinend mein Körper oder mein Unterbewusstsein, ich weiß nicht, wie ich es fassen soll, dass das anscheinend trotz unserer Beschäftigung damit, wie man bestmöglich in der Klinik entbinden kann, uns das Geschenk gemacht hat, zu Hause zu entbinden und eben nicht in der Klinik zu sein, weil da hätte ich halt gewusst, dass ich mit viel mehr Ablenkung, für mich vielleicht unnötigen Störungen, Fragen oder so konfrontiert worden wäre, was ich sozusagen in dem kleinen Rahmen zu Hause oder auch im Geburtshaus wahrscheinlich genau das Gleiche sich erübrigt hatte. Abschließend möchte ich sagen, dass ich unser nächstes Kind auch gerne wieder außerklinisch, im besten Falle vor meiner Hausgeburt entbinden möchte. Es liegt für mich zusammengefasst wirklich daran, dass ich rückwärts verstehe und mich wirklich sehr dankbar dafür fühle, dass es um einen kraftvollen Ort geht, wo man sich störungsfrei darauf einlassen kann und wo man auch gerade wenn das Kind da ist, auch wirklich in Ruhe sich kennenlernen kann.
ich sage das natürlich jetzt im Nachhinein, kam das so bei uns. Es war nicht geplant so, aber es war anscheinend in mir und es wird sich jetzt eigentlich erst bei der zweiten Schwangerschaft zeigen, ob ich körperlich wieder so wenig Eröffnungswehen spüren werde oder ob das ja so eine innere Abwehr, eine innere Blockade war, die mein Körper mir da als Schutz gesetzt hat, dass ich deswegen die Eröffnungswehen nicht spüre. Also ja, bei der zweiten Schwangerschaft wird sich dann zeigen, ob ich wieder so eine kurze Geburt erlebe oder ob ich dort mehr Zeit zum Vorfreuen und zum Gebären bekomme. Warum lachst du denn? Da muss man mehr Zeit zum Wehen haben, die wehtun. Cool. Ja, das war meine Geschichte. Es gibt kein Ende. Ich weiß nicht, ob, nee. ob die anderen... Möchtest du noch jemanden grüßen? Nein. Hebamme Claudi.